Also für uns kam das völlig überraschend. Es war ja ein Sonntag. Wir wollten mit unserem Auto, wollten wir nach Heiligensee, da haben wir so einen kleinen Pachtgarten fahren und kommen auf den Parkplatz und das Auto war aufgebrochen. Es war aufgebrochen, es hatten wohl versucht, es überhaupt zu entwenden, aber das war recht schwierig mit dem Starten und so, das ging wohl nicht. Und wir wollten zur Polizei gehen, um das zu melden, die damals noch in unserer Nähe war. Und kommen eben Strelitzer Straße raus und gucken zur Bernauer und waren fassungslos. Wieder Stacheldrahtrollen, wieder Militär da, ja. Und dann sind wir zur Polizei und die wussten natürlich Bescheid. Und damals haben wir auch noch nicht gedacht, dass es eine Mauer für immer wird. Wir dachten, gut, haben wir ja schon mal gehabt, 17. Juni, nicht? Anfang Juli, ich weiß, in der Zeit starb meine Mutter. Und wir hätten sie gerne auf dem Elisabethkirchhof beerdigt, wo ihre Eltern liegen. Aber das ging nicht. Und einen Tag vor der Beerdigung meiner Mutter, Mitte Juli, da war es dann wieder offen, nicht? Und wir haben es dann aber so gelassen, zum Glück, sonst hätte ich nie ans Grab meiner Mutter nachher gekonnt. Ja, und da haben wir gedacht, na gut, das wird sich irgendwie wieder auflösen. Wir hatten Freundschaft mit einem Soldaten aus dem Quartier Napoleon und der sagte, wir standen praktisch mit Gewehr bei Fuß, die französische Kaserne, um den Mauerbau zu oder die Absperrung zu verhindern. Sie wurden zurückgepfiffen von Amerikanern und Engländern, was uns damals empörte. Heute sehe ich das ehrlich gesagt anders. Die fürchteten vielleicht einen neuen Krieg und vielleicht sogar zu Recht. Das kann ich nun nicht beurteilen, ja? Aber vielleicht war es so, nicht? Und dann, ja, haben wir gedacht, gut, dann wurden plötzlich ja die Eingänge von den Häusern, denn das Merkwürdige war ja, dass die Grenze nicht in der Mitte der Bernauer Straße verlief. Die verlief auch nicht auf dem Bürgersteig oder davor, sondern genau in Häuserfront. In Häuserfront der Häuser, die zum Bezirk Mitte gehörten. Da verlief die Grenze. Die Häuserfront war Grenze. Also mussten erstmal die Häuser die Eingänge zugemauert werden. Das war dann die Zeit und die Parterrefenster, die Zeit, wo so viele Leute noch versucht haben, aus den Fenstern in Westberliner Gebiet zu flüchten, nicht? Es ist einigen gelungen und einige haben leider auch den Tod gefunden.